Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Ich bin wieder da. Ihr habt wahrscheinlich nichts gemerkt, aber ich bin wieder da. Ich versuche gerade mein GoPlus zu verbinden, weil wir ein paar Neuigkeiten haben. Es gab wieder ein Update oder es wird eins kommen. Es wurde zumindest angekündigt. Mit den ganzen Veränderungen ein paar echt interessante Sachen dabei. Das lese ich euch eh gleich vor. Aber erstmal muss ich mein GoPlus verbinden hier. So, verbunden, perfekt. Weil eine der Neuigkeiten ist, Verbesserungen, dass man nun Arena-Scheiben mit dem GoPlus drehen kann. Jetzt muss ich nur noch warten, bis es reagiert. Pokémon werden immer bevorzugt, das heißt, erstmal die zwei Sachen hier fangen und dann dreht er wahrscheinlich den Pokestop. Und dann schauen wir mal, ob er die Arena dreht. Müsste eigentlich nicht gehen, weil ich glaube, das Update gab es noch nicht. Das kommt erst noch. Aber ein paar im Chat haben geschrieben, dass es bereits geht, also können wir direkt mal testen. Okay, es wurde gerade was gedreht. Tatsächlich, die Arena wurde gedreht. Und jetzt der Stop. Gerade eben wurde die Arena gedreht. Die Arena wurde bevorzugt über den Pokestop. Krass. Mit dem GoPlus gerade die Arena gedreht. Checken wir die Arena ab. Ich muss mich hier noch einsetzen. Schau, wurde gedreht. Alter, krass. Sehen wir hier noch eine kleine Runde. Setzen uns überall rein. Alles gelb hier, echt schade. Ich wollte meine Kampfarena-Medaille hochmachen. Aber ich komme zurück und es ist alles gelb. Oh mein Gott, das, jetzt ist da auch noch ein Raid. Ich kann nicht mal eine gescheite Runde drehen, weil hier alles voller Raids ist. Das langweilt mich echt so hart. Aber dazu demnächst eher ein Video, wo wir über das neue Arena-System reden, beziehungsweise sogar ragen. So, bei der Arena angekommen. Warten, bis das GoPlus reagiert für die Arena. Ich kann mich schon mal reinstellen. Oh mein Gott, da kommen viele Leute. So, stellen wir mal hier irgendwas rein. Das GoPlus reagiert. Ich will mal schauen, auf was. Ach so, ein Quiekel nur. Ich bin nicht gefangen. Ladybar jetzt. Okay, das war's. Jetzt die Arena. Man sieht's halt nicht, dass sie die Arena, also dass das GoPlus die Arena anzielt. Aber okay, jetzt habe ich die Items auch nicht gesehen. Aber ich glaube, sie wurde gedreht. Ja, genau, gedreht wurde sie, aber Animation, nichts gesehen. Naja, jetzt warten wir, bis die Kinder hier vorbeigegangen sind, setzen uns irgendwo hin und reden über die Neuigkeiten. So, setzen wir uns kurz mal. So, weitere Neuigkeiten. Also das mit der Arena drehen, das ist echt das Beste, meiner Meinung nach. Manuell konnte man die fast gar nicht drehen. Das hat so lange gedauert, bis die Arena kam. Dann kam noch Animation und dann, bis man die drehen konnte, ist man schon längst weitergefahren. Also, das war echt unnötig. Also, das ging echt gar nicht. Aber jetzt schauen wir mal bei Klickertouren oder so, ob das einen großen Unterschied macht. Ich bin echt gespannt. Mehr EPs auf jeden Fall. Oder jetzt beim Farmen zum Beispiel, beim Schloss, da ist ja einer mittendrin zu einer Arena geworden. Kann man, und man hat ernsthaft vergessen, den zu drehen. Jetzt passiert das nicht mehr. So, aber jetzt erstmal die anderen Sachen. Man kann jetzt, bevor man ein Raid betritt, sehen, wie viele Leute damit machen, damit man seinen Raid-Pass nicht verliert. Ist mir persönlich noch nie passiert, dass ich einfach so reingegangen bin, ohne eine Gruppe. Dementsprechend, das Problem hatte ich nie, aber ich weiß nicht, ich denke mal, das war ein großes Problem. Ich meine, bei den YouTubern habe ich es immer gesehen, Mystic7 oder Trainertipps, die sind immer alleine reingegangen. Und dann waren die auch alleine drin und haben es nicht geschafft. Keine Ahnung, ob das ein Problem war. Wenn ja, dann schreibt es unten in die Kommentare, ob ihr
das als Problem empfandet. Dann kann man jetzt bei Pokémon nach den Attacken suchen. Ihr gebt einfach das Add-Zeichen ein und dann die Attacke und dann könnt ihr alle Pokémon mit der Attacke finden. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Das ist sogar sehr, sehr, sehr praktisch. Und endlich wurde der Bug mit dem letzten Ball gefixt. Die Frage ist jetzt, ob der extra Ball dann verschwindet, den sie eingeführt haben. Auf jeden Fall, der letzte Ball funktioniert jetzt. Ihr braucht nicht mehr auf Critical Catch zu beten, zu hoffen. Und ein weiterer Fix bezüglich der Raids ist, dass ihr jetzt die Doppel-EP seht, falls ihr Glücksrad aktiviert habt. Das war davor nur ein Anzeigefehler. Ihr habt trotzdem die doppelte EP bekommen. Und ein paar kleine Fixes. Aber das war's. Echt interessante Sachen. Vor allem das mit den Arenen, dass man die jetzt mit dem Plus drehen kann. Ich nehme mal an, auch mit dem Gacha. Sollte eigentlich so sein. So, das war's. Da waren gerade zu viele Unterbrechungen. Coole Updates, vor allem das mit der Arena und dem Drehen. Wie gesagt, mal schauen, ob das mit dem Gacha auch funktioniert, aber müsste sicher funktionieren. Ansonsten heute sogar der letzte Tag, wo die Legendären da sind. Zumindest die legendären Vögel. Wer weiß, ob danach, also morgen, ein neuer Legendärer kommt, aka Mewtwo. Bin echt gespannt. Ansonsten jetzt das Wochenende über kommen endlich die Videos zu euren Fragen, wie gut eure Pokémon sind für euer Level. Da kam so viel rein. Das wird jetzt alles abgearbeitet. Ansonsten schreibt unten rein, wie ihr das Update findet. Freut ihr euch auf Mewtwo? Habt ihr alle Legendären gefangen? Was weiß ich. Schreibt irgendwas rein. Ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.